Allerdings jetzt viel Platz hier für Leone mit dem ersten Schuss im zweiten Drittel. Ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, Robin Leone mit dem 1:0. Sein drittes Saisontor für den schweizerisch-finnischen Doppelbürger. Noch einmal zu sehen, er bindet sich dann an der rechten Seite, zieht dann auf und davon mit viel Tempo, übertölpert, überläuft so die Bieler Defensive, was natürlich nicht passieren sollte aus Bieler Sicht. Hinter noch Erlmann, also auch stark, da einfach mal ein wenig Slalom mit den gegnerischen Spielern gespielt. Raiola und der Mann für ein Tor, perfekter Pass von Toni Raiola. Ja, das ist einer von denen, die das beherrschen, dieses Passspiel. Hinters Tor fahren und dann trotzdem eigentlich in der Gegenrichtung, man fährt den Pass vors Tor spielen und somit alle auf die falsche Fährte locken. Hier noch einmal zu sehen, Raiola schaut, schaut, läuft und dann genau Backhand, perfekt. Überrascht alle. Auch Stefan am Ende, der da die Ecke nicht mehr schließen kann, erwartet hier eben auf der anderen Seite ein Zuspiel. Deswegen ist es dann auch so schwierig gegen das zweite Powerplay für Biel. Und das ist der Führungstreffer nach dem Abschluss von Anssi Salamela. Ja, jetzt geht's schnell. Das ineffizienteste Powerplay schlägt das ineffizienteste Boxplay innerhalb von ein paar Sekunden. Die Scheibe ist hier noch abgelenkt, allerdings wird das Salamela als Torschütze mal herausgegeben. Haut da drauf und dann an Freund und Feind vorbei.